So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, wir wollen den zweiten Sinnoh-Stein einlösen, beziehungsweise müssen wir erstmal den Feldforschungsdurchbruch abholen und schauen, ob wir überhaupt einen bekommen. Hier habe ich nämlich noch eine Aufgabe offen, da holen wir uns erstmal 10 Hyperbälle ab. Bam! Und da kommt der Stempel für den 22. November. Jetzt holen wir uns den Feldforschungsdurchbruch, 2000 Sternenstaub, ein Sinnoh-Stein. Das ist nämlich nicht 100% garantiert, dass da wirklich einer drin ist. Garantiert? Giratina? Nein, so, jetzt holen wir uns nochmal das Ninja-Turm. Diesmal werfen wir keine 200 roten Bälle drauf, damit wir hier in 3 Jahren noch stehen. Ich meine die roten. Wir werfen keine roten. Habe ich rot gesagt? Habe ich gelb gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt gleich mal die gelben Bälle und brauchen bestimmt genauso lange. Einfach mal ein bisschen Konzentration und ein bisschen weiterwerfen, dann klappt das natürlich auch. Manchmal vergesse ich, dass mein Daumen so kurz ist. Hey, und da ist es gleich drin. Im ersten Ball natürlich. Nochmal ein paar Bonbons mitgenommen, 10 Stück. Achso, bewerten natürlich, aber 135 ist leider nur der zweite Satz. Aber egal, denn jetzt... So, jetzt wollte ich da oben nochmal. Jetzt habe ich doch den Stein im Inventar. Und heute machen wir was ganz Besonderes. Beim letzten Mal habe ich ja meine 100% Glücks-Rihornior entwickelt. Und heute nehmen wir uns einfach mal das Electek zur Hand. Auch auf 100%. Das zeige ich euch nochmal hier. Du kannst mit allen aufnehmen: KP, Angriff, Verteidigung. Beste, die ich je gesehen habe. Also alles auf 15. Das ist auch schon auf Level 40, wie man sieht. Der Bogen ist komplett oben, da geht kein Power-Up mehr rein. Und jetzt wollen wir 100 Bonbons ausgeben, den Sinnoh-Stein benutzen und ein Elevoltek entwickeln. Wow! Und Electek fand ich eigentlich schon immer cool als Pokémon, war aber total unterschätzt, ist untergegangen, wurde eigentlich für nichts großartig eingesetzt, aber durch diese Entwicklung jetzt und diesen großen, gelben, heftigen Bären, wie es aussieht, ist es jetzt natürlich ein richtig krasses Pokémon mit 3079 WP. Wow, da rastet es komplett aus, wir können es hier nochmal drehen. Er hat sogar eine Steckdose auf dem Rücken. Und 2 Fühler. Also richtig cooles Pokémon auf jeden Fall. Jetzt müssen wir wieder mal... Achso, danke natürlich nochmal an Mikfu. Der hat das nämlich in Basel, in der Schweiz, gefangen und mir rübergetauscht. Dadurch ist das lucky geworden. Und ja, jetzt müssen wir wieder 7 Tage warten, 7 Tage sammeln für den nächsten Durchbruch und den nächsten Sinnoh-Stein. Und bis dahin können wir schon mal überlegen, was als nächstes dran ist. Oder ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes entwickeln soll. Vielleicht mache ich das ja auch. Will euch ja auch ein bisschen mit einbinden. Aber das war's von meiner Seite aus jetzt. Schreibt ihr mal, was ihr mit eurem Sinnoh-Stein bisher gemacht habt. Mit dem ersten, mit dem zweiten. Oder wie weit ihr denn seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.